Freunde, da sind wir wieder in Sons of the Forest und ich zeige euch heute einmal, wo ihr das Tauchgerät findet. Und das zeige ich euch auf der Karte hier einmal auf dem GPS-Tracker. Das ist ganz oben im Norden an der Küste, quasi neben den Multiplayer-Startpunkt. Ja, ich zeige es euch jetzt gleich nochmal größer auf der Karte, damit ihr das einfach besser erkennen und finden könnt. Und ja, da schauen wir gleich mal rein. Gucken wir uns die Karte an. Die Kreise sind die Startpunkte vom Singleplayer. Das Quadrat ist der Startpunkt vom Multiplayer. Und genau oben im Norden, neben dem Multiplayer-Startpunkt, gibt es eine Höhle, wo wir entsprechend das Tauchgerät finden. Ja, das brauchen wir nämlich, um später auch die Schaufel holen zu können. Wir brauchen außerdem noch eine Seilkanone und diese Sachen zeige ich euch natürlich auch noch. Bei mir im Kanal gibt es ja immer die neuesten Guides zu den neuesten Spielen. Also lasst gerne mal ein Däumchen hoch oder auch ein Abo da. Falls ihr die Seilkanone noch nicht habt, klickt mal im Kanal rein. Da gibt es dann entsprechend den Fundort. Ich verlinke euch das Ganze hier auch nochmal im Abspann. Also könnt ihr einfach direkt dranbleiben. Ja, neben dem X, also neben dem Multiplayer-Startpunkt, ist das X. Und da ist auch dann die Höhle. Ich zeige es euch jetzt gleich nochmal auf dem GPS-Gerät. Und dann können wir das finden. Wir orientieren uns immer an dem Fluss, der horizontal durch die Karte durchgeht. Und dann im Norden ist quasi ja dieser Punkt, wo wir das Tauchgerät finden können. Hier sehen wir es nochmal auf der Karte. Ganz oben dieses Höhlensymbol im Norden. Da müssen wir einmal hin und können dann dort uns das Tauchgerät holen. Ich laufe da eben schnell mal hin, spule das Ganze mal ein bisschen vor, damit es eben schneller geht. Wir laufen von ganz unten von dem Fluss wirklich bis ganz nach Norden an die Küste, wo dort diese Höhle eingezeichnet ist. Und da rennen wir jetzt einmal schnell rüber und gehen dann dort in die Höhle rein. Wie gesagt, es ist eigentlich genau neben dem Multiplayer-Startort. Falls ihr im Koop-Modus spielt mit Freunden, findet ihr das relativ schnell. Das ist nämlich hier an dem Strand und da hinten ist dann die Höhle. Ja, hier an dem Strand, da startet man beim Multiplayer und wenn wir dann hier hinten weitergehen, finden wir gleich zuerst mal hier die Höhle an der Seite und da können wir einfach reingehen und uns dann das Tauchgerät holen. Ich zeige euch jetzt noch, wie die Höhle funktioniert. Da sind nämlich echt schon ziemlich viele Gegner, auch starke teilweise, und da müssen wir einmal durch. Wäre gut, wenn ihr schon ein bisschen ausgerüstet seid, vielleicht eine Zeitbombe dabei habt oder auch eine Granate, wäre super. Granate bekommt ihr ja mal am Anfang und da holen wir uns das Tauchgerät, was wir dann später auch benötigen, um eben die Schaufel auch zu holen. Die findet man nämlich wirklich sehr, sehr schwierig, beziehungsweise braucht dann das Tauchgerät und die Seilkanone, um überhaupt die Schaufel haben zu können. Ja, gehen wir hier rein in diese Höhle und da geht's dann direkt los. So, da sind wir angekommen in der Höhle und dann können wir hier natürlich erstmal alle Koffer looten, alles rausholen, was hier noch am Anfang rumliegt. Da liegen noch ein paar Sachen, deswegen nehmen wir die natürlich mit. Hier bei dem Dude liegt auch noch ein bisschen was. Schnappen wir uns alles, gehen dann entsprechend weiter und können dann hier durch diesen Spalt in die größeren Höhlenteil reinkommen. Gehen hier immer weiter durch und können uns dann hier durchducken, damit wir hier in den nächsten Bereich kommen. Ja. Hier gehen wir dann weiter und gleich hier kommen auch Gegner. Also bereitet euch schon mal so ein bisschen drauf vor, vielleicht Molotow-Cocktails bauen, um entsprechend dann diese Gegner zu bekämpfen. Hier dieser Anhaltspunkt ist dieser Schwimmreifen, da müssen wir einmal lang. Und Achtung, hier kommen jetzt zwei dicke Gegner, die müsst ihr erstmal platt machen, aus dem Weg räumen. Da hinten sehen wir schon einen, der kommt gleich angelaufen. Es sind aber insgesamt zwei Stück. Ja, das sind noch die kleinen. Das sind auch zwei Stück hiervon, von den kleinen. Die kommen erstmal angerannt und danach kommen diese zwei dicken. Macht die kleinen auf jeden Fall platt und nehmt euch dann die Rüstungsteile von denen mit und zieht die schnellstmöglich an, weil die großen kommen jetzt schon gleich um die Ecke. Es sind halt wirklich zwei Stück gleich auch. Deswegen würde ich euch empfehlen, da einfach ein bisschen zurückzugehen und dann vielleicht von hinten mit einer Granate reinzuwerfen. Da kommt er auch nämlich schon und da können wir hier Molotows bauen oder eben, falls ihr habt, eine Granate reinwerfen, Rüstung auf jeden Fall anziehen, falls euch der etwas tun sollte. Der ist nämlich ziemlich stark. Mit einem Schlag haut er euch so oder so die Rüstung weg und mit dem anderen Schlag seid ihr da fast K.O. Deswegen wappnet euch gut, macht ein paar Ausrüstungstechniken und macht diese zwei Viecher auf jeden Fall platt. Ja, bei mir kamen die dann tatsächlich beide auf einmal und stehen da unten wie parat für meine Granate bereit.
Die habe ich dann hier einmal benutzt, um die zwei aus dem Weg zu räumen. Ihr seht das, die stehen genau nebeneinander. Es bietet sich dann natürlich an. Die Granate hat auch eine ziemlich starke Reichweite. Deswegen können wir das auch auf jeden Fall mit der Granate machen. Ja, ich habe hier noch ein paar Bogendinger reingeschossen, aber diese Viecher, die brauchen so viele Schüsse mit dem Bogen. Das ist nicht mehr normal. Deswegen braucht man da schon ein bisschen härteres Geschütz. Zeitbombe geht natürlich auch, haut die auch direkt weg, aber dort gegen diese mit der Axt oder ähnlichem zu kämpfen, macht einfach gar keinen Sinn. Da kriegt ihr nur auf die Schnauze. Deswegen habe ich jetzt persönlich hier mal Granatchen reingeworfen. Zack. Und auch schön beide erwischt. Sind beide also platt. Und dann können wir hier durchgehen. Ja, gehen noch zu den Kadavern von den zwei. Nehmen uns da natürlich wieder die Rüstungsteile mit. Schnappen uns noch Pfeile, falls ihr da welche reingeschossen habt. Und können dann entsprechend weitergehen. Pfeile habe ich jetzt mitgenommen, schneide mir noch ein Scheibchen von denen ab, um das dann später wieder als Rüstungsteil zu verwenden. Und dann können wir entsprechend weitergehen. Ja, da hinten blinkt so ein Licht, müssen wir also weiter da lang in diese Richtung und rüsten uns wieder ein bisschen auf. Jetzt kommen keine starken Gegner mehr. Dies war die Hürde hier quasi, die zwei. Und hier gibt es jetzt zwei Gänge. Einmal geht es da lang, hier wo die ganzen Knochen sind. Die sammeln wir natürlich alle auf. Dann können wir uns eine Knochenrüstung rausbauen. Und aber wir gehen nicht da entlang, sondern wir gehen hier in diesen dunklen Bereich hier unten in die Höhle rein. Und da gibt es dann auch gleich das Tauchgerät. Wir gehen nämlich hier einmal komplett weiter durch. Achtung, normale Gegner kommen hier noch. Die sind aber relativ easy, vor allem wenn ihr die moderne Axt schon habt. Falls ihr die noch nicht habt, wie gesagt, Freunde, einfach Kanal checken, da findet ihr dann alles dazu. Natürlich auch ein Guide, wie man die moderne Axt bekommt. Ja, gehen wir hier immer weiter und durch die Höhle durch. Und ja, hier kommen jetzt noch ein paar Schurken, die machen wir natürlich platt und rennen hier einfach durch die Höhle durch. Im Endeffekt gibt es hier hinten nur einen Gang, wo wir dann durch können. Ducken uns hier einmal lang und erreichen dann hier den nächsten Bereich. Ja, da einmal durchschlängeln hier durch den Berg und dann sind wir hier angekommen. Ja, hier ist unten so ein kleines Becken. Ihr seht hier auch ganz viele Rettungsschwimmerwesten und ähnliches. Achtung, da ist ein Hai drin da unten. Also seid wirklich vorsichtig. Mit einem Schnapper seid ihr da weg. Egal, was ihr da gerade ausgerüstet habt. Und hier liegt entsprechend das Tauchgerät. Ja, das nehmen wir uns natürlich einmal mit, das Tauchgerät. Das brauchen wir auf jeden Fall, ganz wichtig, um überhaupt weiterzukommen. Und da haben wir es uns einmal geschnappt. Ja, am Abschluss verlinke ich euch hier nochmal ein weiteres Video von mir, wie ihr entsprechend die Seilkanone findet. Klickt euch da gerne mal durch, ist relativ komplex, diese Seilkanone zu finden. Brauchen wir aber auch, ganz wichtig, um hier weiter zu zocken, vor allem auch um die Schaufel dann später zu bekommen. Ja, jetzt könnt ihr hier zurückgehen, könnt natürlich hier auch unten drunter durchtauchen. In diesem Becken kann man also tauchen schon direkt und einen externen Ausgang finden. Das Problem ist halt nur der Hai, den müsst ihr dann einmal platt machen, falls ihr das möchtet. Und dann können wir da unten durchs Wasser durchtauchen. Ansonsten können wir auch hier wieder zurückklettern, die Höhle weiter erforschen. Es gab ja noch einen anderen Gang, der ist relativ lang. Also müsst ihr mal schauen, ob ihr da wirklich schon lang gehen wollt oder nicht, je nachdem, wie ihr ausgerüstet seid. Ja, Freunde, das war's und ich wünsche euch noch viel Spaß bei Sons of the Forest. Klickt mal in den Kanal. Wie gesagt, alle Guides zu den neuesten Spielen findet ihr bei mir. Däumchen hoch und Abo nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, adios und ciao, ciao.